Ja. Ich glaube, Fuel wird nicht mehr reichen, um überhaupt. Shit. Überhaupt landen zu können. Wo sind wir denn hier? Ja. Jetzt kommen wir mit dem auch nicht mehr runter. Oh. Das kann doch nicht sein. Okay. Scientists. Steig mal aus. Lass los. Das müssen wir jetzt hier manuell machen. So. Lassen wir ein bisschen Zeit verschwenden. Stopp. Mal gucken. Was ist das aktuelle Ziel? Umsteigen. Ist gerade das aktuelle Ziel. Zwar auf die Entfernung von 7 Kilometern. Ich werde sowieso mit dem anderen Schiff nicht mehr runterkommen. So oder so. Um Kerbin gibt es den Sonderurlaub. So sieht's aus. Oh. Stein. Not like this. So, guck mal, da kommt sie schon in die Nähe. Ein bisschen schneller. Vielleicht sollten wir mal abbremsen. So, wir wollen ja nicht mitten rein in sie krachen. Und da ist sie. Sehr gut. So. Das Ding haben wir gerade ins All geschossen. Oh. Stopp, stopp, stopp. Ich möchte schon hier rein. Moment, ach so, bin schon dran. Ah. Muss ich jetzt Space drücken? Nee. Hattet ihr nicht vorhin irgendwas von Space gesagt, mit dem er das irgendwie aneinander anpassen kann? Achso, jetzt hat er das wieder ausgemacht, weiß ich. Ey. So. Mit einem wären wir dann drin. Sehr gut. Mach's doch nicht so spannend. Wieso? So, guck mal. Ah, ich kann mit dem zumindest hier hin. Aber da muss ich nicht rein. Ja. Escape. So, doing. Hier geht natürlich gar nichts, weil hier gerade kein Strom ist. Aber dafür chillt er jetzt schon mal hier. Da ist er immerhin, ne? Ist ja schon mal was. Wie sieht's jetzt bei den anderen aus? Kann ich hier nicht? Nee. Gab's hier nicht irgendwo auch eine Taste, wo ich vielleicht die Schiffe wechseln kann? Offensichtlich nicht. Na gut. Zenot. Wohin soll es mit dem Vehikel gehen?
nirgends. Ist gar kein Vehikel. Es ist, der hat nur noch ein bisschen ACS, wenn überhaupt. Der bleibt jetzt hier. Monopropellant ist das Einzige, was wir hier haben. Ach so. Nee. Space Center. Die Station heißt echt Ariane Grande, natürlich. Warum soll ich die denn, warum sollte ich die denn Ariane Grande nennen? Dragon Station. Rocco Alfredi. Da will ich hin. Und dann steigen wir mit dem nächsten Scientist aus. Wie weit ist es? 15,4. Aber jetzt hat sie uns überholt, ne? Ja. Und zwar ganz schön. 57, ob ich das aufholen kann mit einem Jetpack? Muss ich. F5. So, Ingenieur, dann Rim. Dann steig mal aus. Das ist ein Target. Lass los. Hallo? Ist jetzt los? Ah. So. Guten Abend, Mephintus. High five. So, jetzt müssen wir erstmal das Retrograde wegkriegen hier. Ich hoffe, dafür haben wir genug Propellant. Das werden wir dann sehen, aber das sollte gut gehen. Dann steigen wir mit denen zumindest mal aus. Und die anderen werden wir wohl retten müssen, weil damit kommen wir nicht mehr gelandet. So, 51, genau, so, genau drauf zufliegen, mehr oder weniger, mit 51 Metern pro Sekunde, das beschleunigen wir jetzt, damit wir ein bisschen sparen. Halt, Kurs anpassen. Hey, der ist natürlich im Inneren, das heißt, ich muss natürlich meinen Kurs noch weiter nach innen ziehen. So, quasi. Ja. Genau. Das klappt. Ich meine, wir fliegen mit 11, ach, mit 50 Meter pro Sekunde drauf zu. Also theoretisch müsste das klappen. Ist auch eine gute Übung. Mal. 16 Science, ja, guck mal. Transmit. Ja, eben. Gut sagen. Achso, nee. Keep. So. Wie sieht das aus? 5,6 noch. Okay. Gleich müssen wir mal anfangen zu bremsen, sonst schießen wir am Ziel vorbei. So. Und jetzt passen wir mal die Geschwindigkeit wieder an. So auf 30 vielleicht erstmal. Genau. Stopp. Anpassen. Drauf zu fliegen. So, guck mal. Abbremsen. Okay. Ist eigentlich relativ einfach, wenn man einmal gelernt hat, dass man einfach sein Prograd ans Ziel einfach anpassen muss. Macht ja auch Sinn, ne? Aber muss man auch erstmal verstehen. Ihr seid so blöd und antwortet mir. Rechts neben S die Taste. Was denn? Oh, stopp.
Ach so, du hast mir meine Frage beantwortet. Rechts neben der S-Taste. Was ist denn das? Was war denn meine Frage? Dafür müsste ich mir aber auch erstmal, müsste ich ja erstmal behalten, was die Frage ist. Weißt du? So. Yay, jetzt sind sie wenigstens zu zweit und können sich unterhalten. So. Wunderbar. Space Center. Das waren 20 Kilometer oder so, ne? Oder waren es nur 12? Ist egal. Das nennt man die Slap Latenz. Ja, so sieht es nämlich aus. So, zurück zu Rocco. Perfekt. So. Drei Leute. Ihr müsst jetzt hierhin einsteigen. Das kriegen wir aber von hier da nicht, wahrscheinlich nicht durch, ne? Transfer Crew. Bob. Oh doch. Kriegen wir doch. Ach, Moment. Ja doch, nee. Hier müssten noch zwei sitzen, oder? Transfer Crew. No Crew on Part. Ach, die sitzen jetzt schon alle hier. Ah, okay. Ja, dann ist alles gut. Fast alles ist gut. 18,7. Okay, sehr gut. Wow. Dass man hier echt nur Vollidioten um sich hat, so ein Mist, Junge. Ihr scheiß hirnrissigen Vollspastis. Ach komm, ich geb auf. Darf ich nicht. Mal gucken. Wie viel müssen wir brennen? Also erstmal Target ist in Ordnung. Target brauche ich nicht mehr. Target ist jetzt wieder die Erde. Okay, kann ich leider nicht ändern. Na gut. So, ich muss sie ja nur klein genug kriegen, um abgebremst zu werden. Das sind 51,9 Meter pro Sekunde. Ich habe noch 28, Egal. Vielleicht schaffe ich's. Warb mich dahin. Hin und her wechseln von Schiffen geht durch die... Ach so. Ehrlich? Das geht da also doch. Also muss ich auf eine Taste drücken. Ah, es gibt also keine Taste hier auf dem Bild. Das war die Frage. Das Hin und her wechseln. Danke, Kustan und Auda. Danke. Selbstzerstörung, ja eben. Da musst du Alt F4 drücken. Oh, Moment, ich muss mir einmal hier hindrehen. Ja. So. Okay. F5 können wir hier zum letzten Mal drücken. 52 Meter pro Sekunde müssen wir draufklatschen. Schaffen wir nicht. Haben wir ja nicht. Wir haben ja nur noch 28. Mann! Die 30 oder die 20 knapp hätte ich mir ja noch lassen können eigentlich, ne? Und weg. So. 69. Gibt ja noch Trick 17. Theoretisch. So, das können wir auf jeden Fall jetzt abwerfen, weil da sitzt ja auch keiner mehr drin. Das heißt, weg mit euch. Weg mit euch? Ich wollte gerade sagen. Was ist denn los? Was ist denn los hier? So. Jetzt hat er die Fallschirme schon gezündet. Trottel. Ist egal. So. Mal gucken, wie viel Monopropellant wir mitgebracht haben.
Sehr gut, 30. Gut, dass ich das noch da drin behalten habe. Mal gucken, vielleicht kriegen wir mit dem ACS ja noch genug drauf. Ja, ACS, genau. Okay, ich sollte aber hier wirklich... Das scheint zu laufen. Mit viel Geduld könnte es klappen. Geduld? Mal gucken. Ich glaube, ich habe was Besseres als Geduld. Ich habe die ACS. Moment, würde aber nicht Retrograd hier mehr Sinn machen? Mittlerweile. Weil wir sind ja jetzt hier dran schon vorbei, ne? Also das können wir ja theoretisch hier löschen. Wir müssen ja im Prinzip, um noch mehr Sprit zu sparen und damit es am Ende noch schneller geht, warp ich uns einmal zurück hierhin. Oh. Ah, warte mal. Stimmt, wir fahren ja jetzt. Aber wir werden wahrscheinlich wieder rauskommen, ne? Von daher, dreh dich mal retrograd. Genau. Ach, das aus. Trottel. Das sieht da hinten aus wie der Todesstern. Oh Gott. Sieht tatsächlich aus wie der Todesstern. Das ist wahrscheinlich nur der Mond. Aber dieser Riesenkrater in der Mitte. Seht ihr das? Okay, ranzoomen macht natürlich keinen Sinn. Was ist das denn? Bist du doch dann da. Hm, okay, kann ich nicht. Na gut. Ja. Da werden wir wahrscheinlich ein paar Mal rumfliegen müssen. Aber die Periapsis sinkt. Das heißt, es wird was. Reicht schon. Ja, wir werden wahrscheinlich trotzdem rausfliegen, ne? Nochmal. Oder? Ah, Moment. Nee, nee, nee. Apoapsis ist auch schon bei 52.000. Okay, perfekt. Hat geklappt. Hat geklappt. Das heißt, wir werden es gar nicht mehr verlassen. Tief genug gesunken. Hier ist ein Profi am Werk. Na komm. Heute, ich spiele das erst seit... Wann habe ich angefangen? Habe ich am Montag angefangen? Nee, heute ist Mittwoch. Letzte Woche Freitag habe ich angefangen, ne? Genau. Das war mein 5. Tag in diesem Spiel. Aber ja, ein Profi. Auf jeden Fall. Riff, viel Spaß beim Einkaufen. Und danke fürs Einschalten. Das ist ein Omen. Nomen ist Omen. Bei meiner Raumstation kann ich Forschung, bestimmt kann ich Forschung starten. Aber erstmal muss ich zugucken, dass ich hier runterkomme. Ohne Probleme. Na, so viel dazu. Kaputt. Och, warum haben die denn jetzt schon... Oh. Die sind alle drei kaputt gegangen, ne? Das waren alle drei, die da losgegangen. Oh, das kann doch nicht sein. Hey, sind nur 280 Meter pro Sekunde vielleicht. Platschen wir ja nur auf und kommen wieder hoch. Schade. Schade, liebe Kerbels. Da hat das alles so gut geklappt. Und dann war das Staging am Ende kacke. Das waren die Fallschirme. Yep, das waren sie.
Noch einmal. Note in. T. Okay. Time to note burn. 14, 13, 12, 11, 10. Nee, ich fahr zu Kaufland. So. Das. So. Jetzt müsste doch... Ach so. So, das einmal extra. Muss ich nochmal bestätigen, ne? Ja. Alles klar. So. Beziehungsweise, wo ich gerade retrograd stehe, nehme ich mal hier schon mal den Speed raus. Ich stelle mich auch retrograd, damit es so klein wie möglich wird. Aussteigen und Köpper. Vorm Landen abspringen. Soll was bringen. So. Ich brenne jetzt das ganze RCS leer. Obwohl, Periapsis ist schon bei 40.000. Das sollte ja eigentlich auch reichen, ne? Lass mal weg hier. Oh, wir kriegen es noch weiter runter. Von daher. Er hat's gemerkt, ja. Diesmal ja. Trotzdem muss ich die einstellen. Sonst habe ich gleich wieder das gleiche Problem. Ich habe ja hier keine drei Parachutes mitgenommen, damit die mir hier alle viel zu früh zünden, ne? So. Wo haben wir die Periapsis? Oh. Bei 30.000. Das sollte ja reichen. Das wird auf jeden Fall reichen. Die Apoapsis ist ja auch nur bei 126. Das heißt, die wird so schnell sinken. So, ACS machen wir aus. Du stellst dich mal bitte retrograd. Und dann beschleunige mal, bis wir tief genug sind. Ein bisschen früher, so jetzt. So. Haben wir keinen Strom mehr? Oh ja, tatsächlich. Dann ist ja gut, dass ich noch ein bisschen RCS habe. So. Oh, zu früh. So. Schon mal so stellen. So. Einmal beschleunigen. Ach, guck mal, jetzt. Wo haben wir denn jetzt Strom her? Habe ich hier. Nee, ich wollte gerade sagen. Ich habe gar keinen Strom hier. Stellt sich automatisch. Ach nee, Moment, ich habe ja hier. Nee, habe ich? Ich glaube, ich habe irgendwo hier noch eins von diesen Rädern. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall stehen wir offensichtlich auch ohne ACS jetzt richtig. Von daher, so. Diesmal wird das aber was. Jawohl. Früher konntest du noch die Fallschirme direkt zünden, als du noch gebrannt hast und mit 30.000 direkt auf Körbel zugerast bist. Und es hat trotzdem nichts ausgemacht, oder was? Also die sind dann nicht explodiert, oder wie? Naja, gut. Haben es halt realistischer gemacht, ne? Ist halt auch gut so. Der Luftreibung und der Hitze ist echt gut gemacht, ja. Dann bin ich doch immer die Hölle los. Ja. So ist das. Das muss man auch können. Wenn ich nur an mir zweifeln würde, dann hätte ich ja, dann würde ich es ja gar nicht spielen. Dann hätte ich ja nur Schiss. So, stopp. Bei 8.000 zünden wir sie schon mal. Oder bei 9.000 spielt ja keine Rolle.
Komm, bis 1000. Können wir noch ein bisschen beschleunigen. Allerdings wollte ich heute auch das Fußballspiel gucken. Das heißt, zu lange sollte ich, zu häufig sollte ich heute nicht mehr fehlen, wenn ich jetzt noch einkaufen möchte. Und das Fußballspiel gucken möchte. Aber so wie es aussieht, wir landen wieder auf dem Wasser. Perfekt. Hat zwar nichts gebracht, diese ganze Aktion. Aber hey, dafür haben wir für den nächsten Stream was zu tun. Wir haben eine Raumstation. Was? Abort, nee. Damals sind die Raketen aber noch von alleine auseinandergeflogen. Ja, okay. So. Jetzt haben wir ein bisschen gelevelt mit unseren Kerbals. Ich meine, hat ja jetzt auch nur 200 Tage gedauert. Die ganze Aktion hier. Naja, mein Gott. So, warte mal. Bevor ich jetzt... Gucken wir uns noch einmal hier Rocco Alfredi. Ach nee, Rocco Alfredi. Das müssen wir selbst zerstören eigentlich, ne? Ist ja jetzt keiner mehr drin. Na. Das ist ja im Prinzip jetzt hier alles überflüssig. Obwohl, nee, das lassen wir mal hier rumfliegen. Hinterher können wir ja die Scientists wieder hier hinschicken und die können dann weiterarbeiten. Oder so. Aber es kann ja ruhig weiterfliegen im Orbit. Macht ja. Oh, aber es das ist aber sehr knapp hier mit 70.000. So. Okay, ich drücke die Taste, aber es bringt nichts. No nearby objects to focus. Ach so. Ah, nur wenn sie in der Nähe sind. Okay. Das heißt, so muss ich ins Space Center und dann von da aus ändern. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. So sieht's nämlich aus. So sieht's nämlich aus. Wenn du landest, ein paar Sachen noch, wenn's geht. Mit wem jetzt? Stop Research. Nö. Wir sind weiter am Researchen offensichtlich. Just about Kerbins Water. Hm. Von daher scheint das hier alles zu funzen. So, können wir das jetzt hier weiter... abgeben. Mystery Goo. 125. Ja. 256 Tage. Achso, okay. Das wird also ein Weilchen brauchen, bis das hier alles fertig ist. Na gut, aber das ist halt eine Space Station und da bleibt man ja auch lange, ne? Von daher, das bringt nichts. Das hier. Review dahin. Und Temperatur, Review und dorthin. Ja. Antennen ist ausgefahren. Transmit. Leider haben wir kein Reusables only, ne? Done. Hm. Require complete. Verstehe ich immer noch nicht, was require complete ist. Transmission. Was? Verstehe ich nicht. Ah, jetzt ist Strom eh ausgefallen. Okay. Egal. Ich denke, wir arbeiten hier. Schätze ich mal. Ist hier noch einer drin? Nee, ne? Im Hitchhiker? Nee. Alles klar. Ja, dann. Das läuft. Wundervoll. Ab zum Space Center. Ich kann den Heatshield auch über das Staging abspringen. Ja, habe ich schon gehört. Hat man mir gestern schon gesagt. Aber das brauche ich ja nicht. Der Heatshield ist ja ganz praktisch. Die kann ich dann erst abwerfen, wenn ich
quasi kurz vorm Wasser bin, also ne, oder vor der Landung. Aber das schadet ja nicht, ein Heat Shield dabei zu haben beim Atmosphäreneintritt. So, also Science habe ich auf jeden Fall nicht bekommen. Das kann man schon mal sagen. So, Quit-Domain-Menü. Jawohl, denn wir sind für heute fertig.